Wir sind wieder da und direkt im Geschehen hier. Werden sofort angegriffen. Wo ist denn der zweite? Ich sehe den noch auf der Karte. Aber wir hatten ja letztes Mal einen Stufenaufstieg. Mal schnell reingucken. Machen wir mal Fitness. So. Ach ja, wir können ja noch mal eben gucken wegen der Ausrüstung. Ach so. Okay. Dann gucken wir mal bei Ashley. Die kann auf jeden Fall das Gewehr hier nehmen. Und Liara kann auch mal dieses da nehmen. Ashley kriegt die da. Liara kriegt die da. Und dann kriegt sie auch die Pistole, würde ich sagen. Und das Präzisionsgewehr. Okay. Ah, die kann die Pistole bekommen. Okay, dann haben wir die jetzt soweit ausgerüstet. Wir müssen, glaube ich, zu der Tankanlage dort. Dafür müssen wir, glaube ich, hier hoch. Ja, und hier lang. Ja, genau. Da sehe ich es auch schon. Uah. Vielleicht sollten wir versuchen, ihn auszuschalten, bevor er die anderen Teams angreifen kann. Boah, Hilfe. Geht Flieger vernichtet? Okay. Zack, boom. Ist das jetzt hier damit getan oder müssen wir hier irgendwo runter? Da unten ist nichts. Achso, jetzt ist es auch verschwunden hier. Das Symbol. Okay. Dann geht's hier mal weiter. Also diese Bomben, die teilweise da schießen, die sind schon krass. Da vorne sind wir schon wieder irgendwelche. Hier stehen so viele Schilder. Oh, ich sehe es schon da hinten. Au. So. Zack. Aber wir haben doch da hinten noch irgendwas, oder? Ach, jetzt sind wir falsch gegangen. Ah. Blöd. Ich weiß zwar nicht, ob da irgendwas Bestimmtes ist, aber ich würde mal sagen, wir schauen mal. Bevor wir da nachher irgendwas verpassen. Das wäre ja scheiße. Was ist aber der da? Was ist denn jetzt? Ja, ich sehe da keinen. Hä? Ach, da. Also meine Begleiter können irgendwie nicht so richtig zielen. Hab ich das Gefühl. Upgrade Kit. Okay. Nichts Besonderes. Na, ah, wo ist denn jetzt der letzte? So. Okay, ist nur eine Kiste. Pistole und Schrotflinte, aber die haben wir auch schon alle.
Okay, sonst ist hier wohl nichts mehr. Gut, dann sind wir eigentlich relativ für umsonst hingegangen. Aber man kann ja nie wissen, ob da nicht doch irgendwas ist. Okay, das haben wir schon. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt da drin erwartet. So. Gucken wir mal einmal auf die Karte. Einrichtungseingang, Einrichtungseingang. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen hier vorne rein. Weil Shadow muss nah dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung halten. So, Tagebuch erneuert. Bzw. aktualisiert. Okay, so sind jetzt hier die Türsteuerungen zu. Sicherheitskonsole. Ah, so. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Lieutenant Alenko und die Salarianer. Alenko kann noch ein paar mehr übernehmen. Das würde das Aufkommen der Wachen in der Basis minimieren. Zu Befehl, Commander. Ich hoffe, Alenko passt auf. Okay, wir können jetzt hier also überall rein. Na, wo sind sie denn? Da war der. Salarianer? Captain Kirahi sagte was davon, ein paar Männer verloren zu haben. Hier scheinen noch mehr Indoktrinationen vorgenommen zu werden. Ich habe mich auch gerade gefragt, was die hier machen. Ja, ich weiß, dass da oben noch einer ist. Ihr zielt da schon so zielstrebig hin. Na, wo ist er denn jetzt? Wow, was ist das denn für einer? Wow. Das war aber ein Riesending. Guck mal, da so nichts ahnt um die Ecke. Da steht da so ein fettes Ding. Okay, damit können wir nichts anstellen. Hier. Die Chiffrierung, Fähigkeit zu gering. Ich würde sagen, wir speichern mal einmal. Bevor uns hier wieder irgend so Mass Effect Malheur passiert. Hallo? Ist da jemand? Hä? Kommt man da irgendwie runter? Zack. Der Captain wird von der Seite angegriffen. Herr Igor, stoßen Sie zu Yaito. Wir müssen etwas Zeit schinden. So, wen haben wir denn hier? Ach, im Fahrstuhl. Was ist hier? Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gantor Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Ihr Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte.
Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Okay. Keine Bedrohung hier, Commander. Das ist schrecklich. Was hat Saren dazu gebracht? Es ist beispiellos grausam. Der Tod ist immer noch besser, als so zu leben. Sie einfach so töten, Shepard? Wehrlos? Sind Sie sicher? An Ihrer Seite, Shepard. Ich würde um keinen Preis so enden wollen. Und Sie können der Explosion sowieso nicht entkommen. Es ist alles, was Sie tun können. Okay, harter Tobak. Was haben wir denn hier sonst noch so? Bei dem können wir nicht reingucken. Okay. Puh. Gut. Aber ich wäre auch so eher der Meinung von Ashley gewesen. Dass sie das so, glaube ich, besser hatten. Geht's denn hier noch so lang? Sicherheitsbüro zu den Laboren. Lagerraum. Zum Labor. Zu den Laboren. Hm. Mittelschwer Mensch. Das nehmen wir mal mit. Gucken wir einmal schnell hier rein. Präzisionsgewehr. Das mal weg. Munitionsdings können wir auch wegtun. Oh, müssen wir das jetzt alles zerstören? Das ist doch scheiße. Boah, ich hasse es. Ich bin dafür, dass wir mal eben hier ganz viel von dem Munitionsmist wegschmeißen, damit wir wieder Platz haben. Ja, das ist ja kacke so. Warte, jetzt ist das weg, wenn wir das, So, nehmen wir mal das. Jetzt ein bisschen blöd, aber wir brauchen ja mal ein wenig Platz hier in unserem Inventar, sonst bringt uns das ja alles nicht, was wir hier so finden. So, das müsste jetzt, denke ich, erstmal reichen. Mittelschwer Mensch. Ashley hat, glaube ich, schwer, ne? Ja. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Was wir hier so haben. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Niemand geht hier irgendwo hin, bis ich nicht ein paar Antworten habe. Private Main Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Was haben die Ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Commander. Ihn freizulassen könnte die Mission gefährden. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus.
Lassen Sie mich raus! Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall! Ich muss tun, was sie sagt! Ich muss! Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich... Autsch. Das ist ein komischer Code. Okay. Komisch. Oh Gott, da sind ganz, ganz viele Gegner. Okay, das sind nur solche, die leicht zu besiegen sind. Was haben wir denn hier noch so? Gar nichts. Und da ist Hilfestation. Okay, was ist hier? Okay, da kommen wir nicht durch. Das reduzieren wir mal alles direkt. Leicht, Mensch. Das sieht doch mal gut aus. Das könnte was für Liara sein. Gucken wir mal einmal. Was, schon wieder? Lancer? Ne, Lancer brauchen wir nicht. So. Oh, das ist ja viel besser. Das sieht sogar cooler aus. Okay, dann können wir auch, glaube ich, das direkt wegwerfen hier von ihr. Das brauchen wir ja nicht. Diese ganzen Bio-Verstärker hier können auch mal weg. Das können wir ihr mal geben. Kriegt sie das? Die anderen beiden hier kommen direkt mal weg. Diese alten Schrottdinger da auch. Die braucht kein Mensch mehr. Und auch keine Asari. So, ich glaube, wir müssen zurück zu diesem Fahrstuhl, den wir da gerade gesehen haben. Weil sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht weiter. Der war, glaube ich, hier noch weiter. So, genau, hier war das. Dann speichern wir mal einmal. Denn Fahrstühle können hier ziemlich buggy sein, wie wir wissen. Das ist ein versteckter Ladescreen. Alter, was ist denn hier los? Hassgesprächen? Hä? Oh, was? Oh, nee. Was ist hier los? Wo sind die Waren? Wo ist Zarin? Oh, manipulieren die wieder meine Waffen? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Ohne andere Waffe. Die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. So. Dankeschön. Hä? Was ist das denn? Ist das so ein Boss oder was ist das für einer? Okay. Was auch immer die hier tun. Ach, das sind doch die, die wir auf Eden Prime auch gesehen haben, oder? Glaube ich zumindest. Okay, können wir denn jetzt dort vorne hin? Wo wir auf der anderen Etage nicht rein konnten? User Kit.
Die nehmen wir mal beide. Das können wir direkt beides umwandeln. Protonenladung, das brauchen wir auch nicht. Bei den Bioverstärkern können wir nämlich mal hier gucken. Okay, das ist derselbe. Granatwerfer. Okay. Also nichts, was wir jetzt noch irgendwie gebrauchen könnten. Okay, da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir jetzt hier durch die Tür. Aber ich würde sagen, wir gehen durch die Tür das nächste Mal. Ich will es ja ein bisschen spannend halten hier. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.